Hallo, ich bin wegen dem Oldtimer hier. Ah ja, der 123. Bewährt in der ganzen Welt. Hier ist das gute Stück. Ja, sieht alt aus. Ist schon mal gut. In der Anzeige stand mit etwas Liebe, läuft er wieder? Na, selbstverständlich. Der ist 300 km auf Frittenfett gefahren. Das macht nur Mercedes mit. Aber irgendwas ist ja kaputt, oder? Na, selbstverständlich. Das Fahrzeug ist älter als du. Und stand nicht in einem Museum rum, sondern wurde benutzt. Echte Patina, echte Geschichten. Das Modell ist komplett durchrestauriert, da kannst du aber nochmal 5 oder 6 Nullen hinten dran hängen. Ist eine Wertanlage, denn mit etwas Liebe läuft er wieder. Ja, okay. Und wie sieht's so aus mit Reparaturstau? Hat er nicht, oder? Naja, letztes Jahr habe ich mit meinem Nachbarn Dieter den Krümmer geschweißt. Der hat mich einen Kasten Bier gekostet. Also Reparaturen spottbillig. Hast du ein bisschen Werkzeug zu Hause? Kennst du diese kleinen Schraubschlüssel, die immer bei den IKEA-Möbeln dabei sind? Ja, kenne ich, ja. Davon habe ich richtig viele. Ja, wenn nicht, werde ich da schon eine Werkstatt finden, die mir da hilft, oder? Bei dem Wagen mit Kusshand. Den kann man wenigstens noch richtig reparieren, nicht so wie bei den fahrenden Computern heutzutage. Ja, mit Computern kenne ich mich aus. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ist denn soweit alles original, Lack und so? Na, selbstverständlich, das ist Edition España, sehr selten. Da kennt der Preis nur eine Richtung. Ich würde mal den Kaufvertrag fertig machen, ja? Willst du dich setzen? Nee, danke. Du, ich weiß nicht, ob mir das Projekt denn doch vielleicht ein bisschen zu groß ist. Zu groß? Das ist doch noch gar nichts. Komm mal mit. Was ist das? Weißt du was? Den packe ich dir noch oben drauf. Praktisch, Kombi, Leichtbauweise, super selten. Da kennt der Preis nur eine Richtung. Und mit etwas Liebe läuft er wieder. Einfach so zu dem anderen dazu? Sind denn da alle Teile vorhanden? Ja, selbstverständlich. Das ist noch echter Rost. Der hält sie zusammen. Was sind das hier für Latten drin? Ich weiß, dass es deine Latten sind, sobald du den Kaufvertrag unterschreibst. Magst du dich setzen? Nee, danke. Du, zwei Autos, ich weiß nicht... Wie du das transportieren sollst? Komm mal mit. Okay. Absolut unzerstörbar, sag ich dir. So, dafür habe ich wirklich keinen Platz. Und der ist ja völlig durchlöchert. Da schweißt du 200-300 Blecher ein und mit etwas Liebe läuft er wieder. Bekommt man denn dafür ein Kennzeichen für historische Fahrzeuge? Die Prüfer werden dir um den Hals fallen, das sind auch nur Menschen. Da kriegen die Pippi in den Augen. Pass auf, die Winterreifen packe ich noch oben rauf. Magst du dich setzen? Ja, okay. Also, hört sich fair an.